Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Kebab-Chef oder Kebab-Chef, irgendwie so. Ja, erste Folge war eigentlich ganz cool, fand ich jetzt ganz interessant. Spielprinzip ist relativ simpel. Wir gehen erstmal hin und kaufen uns ein paar Ribeyes und Hühnerbeinchen sind günstig. Nice. Aber natürlich ein paar Ribeyes. Gib mir direkt ein paar mehr, gönnen wir uns. Und hier auch ein paar mehr, gönnen wir uns richtig. Danke. Na, einmal so ein bisschen übertreiben hier, ist ja egal. Wir haben einen Kühlschrank, passt doch. So, ne, für die, die jetzt gar keinen Plan haben, was das für ein Spiel ist, kann ja sein, würde ich natürlich... Hallo, ich kann den nicht hinstellen. Sag mal. Ach, hier geht's auf einmal, ne? Ach, verarsch mich doch nicht. Okay, verschieben wir den mal hier oben rechts, schieben wir so, oben links mal hin, ne? Okay, ich habe eine doofe Frage. Müssen wir das nicht sowieso eigentlich alles auch schneiden oder müssen wir die auch als Ganzes haben? Weil bis jetzt müssen wir die eh nur schneiden, ne? Ich würde sagen, schneiden wir die direkt alle, oder nicht? Wir schneiden die direkt alle. Easy. Warum nicht, ne? Nicht runterfallen, bitte. Oh Gott, das war knapp. Ah, geht noch. Ist ja quasi nicht dreckig geworden. 5-Sekunden-Regel gilt noch. Dann schnippen wir mal weiter. Kann man nicht irgendwie mehrere nehmen? Das wäre viel besser. Hä, wie, guck mal, was das für ein Scam ist. Voll großes Stück. Wenn wir schneiden, ist es einfach minimal. Also, guck mal, wir können hier schon das vierte nebeneinander stapeln. Das ist gerade mal so groß wie das eine da am Anfang. Lol. Übelster Scam. Ja, aber das Fliegen ist ins Platzsparend. Ich weiß nicht, wo der ganze Rest hin ist dann, aber müsst ihr wissen. So, und hier war Hühnerbeine. Eins. Zwei. Drei. Vier. Und ja, den stapeln wir mal so da oben drauf, weil er hätte ihn auch eine ordentliche Reihe machen können, aber ist egal. So, haben wir das schon mal gespeichert so? Super. Dann brauchen wir einige Tomaten. Kann ich auch springen? Ah, oh, springen geht auch. Nice. Wie gesagt, wir können ja ruhig ein bisschen übertreiben, das ist ja komplett egal. Die sind ja relativ günstig. Wenn wir zu lange zum Einsortieren brauchen, was geht schon. Petersilie können wir uns auch ein bisschen holen. Aber wobei ich würde sagen, hier reicht es, wenn wir es so machen. Weil wir haben davon, weil da sind ja deutlich mehr drin als nur einmal eine Nutzung. Das passt schon. Ach, hier sind sogar Erdbeeren, guck mal an. Cool. Pilze und so, alles klar. Frage für die Doofen, da sind Kartoffeln. Ja, die brauchen wir ein paar mehr mit, ne? Aber die müssen nicht gekühlt werden, oder? Weil es wäre jetzt ein bisschen komisch irgendwie. Ich bin auch nicht sicher, ob ich die Petersilie kühlen muss. Ich weiß auch nicht, was man also kühlen muss hier generell. Na, wir nehmen das mal so mit. Ist ja relativ günstig eigentlich, der Scheiß. So. Ob ich das jetzt bereuen werde? Ich weiß es noch nicht. Erstmal die ganzen Tomaten da jetzt rausholen. Ah, da habe ich mir was vorgenommen. Aber ist ja kein Problem. Muss ja auch nicht ordentlich hier drin sein, Hauptsache drin, ne? Würde ich sagen. Nur einfach irgendwie reinpacken hier. Alles voll Tomaten. Kann man nicht irgendwie sagen, dass ich mehrere davon nehmen möchte? Das ist doch belastend. Das finde ich ist noch eine Option, die finde ich, könnten sie ruhig reinmachen, dass man so irgendwie mehrere von der Hand nimmt. Weil, als ob man davon jetzt immer nur eine nimmt. Wer wäre denn so blöde? Okay, vielleicht habe ich doch ein bisschen zu viele geholt, wenn ich ehrlich bin. Aber hey, drauf geschissen, dann haben wir sie wenigstens, ne? So maximaler Großeinkauf hier einfach. Ah, zu viele gibt's nicht, ne? Ist es nicht die optimalste Stack-Variante hier, aber wie gesagt, geht schon.
Wobei ich ja der Meinung bin, dass ich jetzt nicht eigentlich alles kühlen müsste, oder? Ich finde das irgendwie ein bisschen weird, weil die sind ja auch so nicht gekühlt. Ich glaube, hier muss nur Fleisch und sowas rein, ne? Ich bin mir nicht sicher. Weil ansonsten hätte ich eine Idee, dann könnte ich auch einfach einen Karton machen, die irgendwo einlagern oder nicht. In den Schrank oder so. Weil ich glaube nicht, dass das jetzt hier so sinnvoll ist, die alle da reinzupacken. Ich meine, ich mache es jetzt erstmal so, aber muss das? Ich meine, klar, die bleiben dann länger frisch und so, ne? So ist nicht, aber muss alles gekühlt werden? Ich gucke das gleich mal irgendwie in der Hilfe nach. Steht auch bestimmt mit drin, oder? Ja, die Kartoffeln würde ich jetzt sagen, die können wir jetzt zum Beispiel irgendwie mal nehmen. Die packen wir jetzt einfach irgendwie hier hin. Ja. Ich mache ganz kurz eine raus, um zu testen, ob das funktioniert. Wobei, ist doof so. Na, das geht auf jeden Fall. Ich packe mal ganz kurz eine rein. Aber ich weiß nicht, ob ich das alles kühlen muss. Deswegen gehen wir jetzt mal ganz kurz auf Hilfe. Und schauen mal ganz kurz nach Lagerung. Nach dem Einkauf können Sie die vorhandenen Zutaten klassifizieren und Ihre Arbeitsumgebung aufräumen. Auf die gleiche Weise können Sie Utensilien wie Teller und Töpfe an Orten wie Schubladen, Schränken und Regalen aufbewahren. Ja, aber die Frage ist halt, was muss in den Kühlschrank, mein Freund? Verderben. Mhm. Ach, ich packe einfach den ganzen Karton da rein in den Kühlschrank. Auch eine gute Idee. Das ist eigentlich sogar eine echt smarte Idee, wovon ich alles rausholen. Voll gut. Alter. Okay. Ja, ansonsten würde ich trotzdem gerne wissen, so Kühlschrank, muss doch irgendwie eine Auflistung geben, was alles da rein muss und was nicht, oder nicht? Ja. Weil das wäre noch so eine wichtige Information für mich, finde ich, irgendwie. Verderben. Ja, der Rest ist eigentlich jetzt nicht so wichtig irgendwie, ne? Hm. Nehmen wir einfach die Kiste da reinstellen, finde ich irgendwie auch eine gute Idee. Dann könnte man irgendwie eine Kiste damit und damit halt machen. Ja, aber es ist ja nicht alles nur für den Kühlschrank, oder? Weil ich meine jetzt mal ganz... Nach der Logik hätte ich jetzt gesagt, okay, das, was da geholt wird, auf jeden Fall Kühlschrank, ne? Weil rohes Fleisch und so. Hier ist aber logischerweise eigentlich nichts drin, was in den Kühlschrank rein müsste. Also jetzt nichts, was ich jetzt selbst in den Kühlschrank reinpacken würde. Ich meine, sowas wie Tomaten und so, ja, würde ich halt... Man kann drüber streiten, weil das ist natürlich auch ein bisschen länger haltbar dann so, aber muss ja nicht unbedingt, finde ich irgendwie, ne? Das kann man eigentlich eher draußen lassen. Das gleiche gilt halt auch wahrscheinlich jetzt hier für die Gegenstände, die da sind, weil es nur Regale sind. Was hat der hier eigentlich alles, ist mal die Frage. Alter, sind das Riesenkanister, Junge. Okay. Ich nehme mal zwei mit davon. Müsste eigentlich reichen erstmal. So groß wie die sind, ist das bestimmt irgendwie 50 Liter oder so. Wobei bestimmt 10 Liter, oder? 100 pro. Flour? Ja, boah, weiß nicht. Tofu? Nee, danke. Eier gelockt. Aber guck mal, ist jetzt auch alles ohne Kühlschrank hier. Ich meine, Eier ist auch so ein typisches deutsches Dingensstreitigkeitsthema so. Aber ich würde auf meinen Teil sagen, ich packe die eigentlich nur in den Kühlschrank. Aber ich weiß auch, dass es halt so nicht muss. Also es gibt so eine gewisse Zeit oder Datum, ab dann müssen sie da rein. Davor ist es eigentlich nicht unbedingt sinnvoll, aber ja. Guck mal hier, was gibt's denn alles? Chili, Pfeffer, ja, brauchen wir eh ein bisschen. Wobei, ich glaube, einmal reicht, aber ich nehme trotzdem ein bisschen mit. Kreuzkümmel, ja, brauchen wir noch gar nicht. Sumachgewürz, Minze, Salz, schwarzer Pfeffer, Thymian und Rosmarin. Oh, nett. Was brauchen wir denn eigentlich jetzt alles hier für unsere Speisen? Nur mal so zum Nachgucken. Weil Chili, Pfeffer und Salz. Aber die müssen nicht gesalzen werden. Da finde ich ein bisschen weird irgendwie, müsst ihr wissen. Und hier Salz und schwarzer Pfeffer. Also erstmal noch entspannt. Ansonsten haben wir hier Tomatenmark. Wieso kann ich das schon machen? Habe ich das irgendwie übersehen? Hühnerbein? Die werden gewürzt? Auf Teller übertragen? Dann wird's gegrillt. Also, Dingens hier, na, die Tomate, geschnitten? Nö. Wieso Tomatenmark? Also ich meine, klar, logisch, aber warum habe ich das jetzt schon freigeschaltet? Hab doch noch gar kein Gericht dafür. Meatstock. Okay.
krass. Ja, Ketchup und Mayo brauchen wir auf jeden Fall. Ich weiß nicht, wie viel. Ich nehme mal zwei mit. Wir können erstmal Geld ausgeben. Ist schon okay. Ein Dönermesser. Messer. Spieß. Kochtopf. Rührschüssel. Okay. Die sind relativ günstig. Davon weil ich auch welche brauchen. Wir machen mal 10 Stück davon. Das kann man schon machen. Weil die sind ja relativ entspannt vom Preis, ja. Und Teller. Nett. Eine gute Auswahl auf jeden Fall. Eins, was ich jetzt natürlich ein bisschen verkackt habe, ist, ich hätte die am besten eigentlich einzeln kaufen sollen und an jeden Karton einzeln irgendwie hinstellen. Weil so ist natürlich jetzt ein bisschen schwierig. Oder kann ich einfach durchswitchen dann? Wäre auch noch eine interessante Frage. Wenn ich die jetzt beispielsweise da hinstelle. Nur so als Frage. Ach guck mal, steht sogar auf der Seite drauf dann. Kann ich dann da durchswitchen? Ja, können wir. Perfekt, das ist eigentlich auch entspannt, ne? Ja, müssen die gekühlt werden? Wahrscheinlich nicht. Aber wobei, können wir ruhig da stehen lassen eigentlich. Würde ich sagen, können wir mich Mayo und so da hinstellen? Wobei, Mayo und so packen... Ja, ich packe die auch schon im Kühlschrank. Ich bin mir überhaupt nicht sicher, was gekühlt werden muss und was nicht. Ich will jetzt immer nur nach Gefühl gehen, aber nachher ist es nicht wichtig. Das ist ja auch irgendwie Quatsch. Ich lasse das einfach mal da den Karton drin. Das ist ja eigentlich egal, ne? Wobei... Ach, wir machen es mal ordentlich. Ach Leute, jetzt ist plötzlich so eine winzige Flasche. Natürlich. Apropos, da fällt mir auch was ein. Wir sollten vielleicht die Friseuse mal kaufen, wa? Ich will mal so nebenbei wichtige Info vielleicht. Weil da hatten wir ja aufgehört zu gucken. Gute Herdplatte wahrscheinlich dann. Aber da, hier haben wir 4 Herdplatten, alles klar. Ich kann einfach draufdrücken, ich Idiot. Einzelherd. Kleiner Grill, den haben wir ja hier stehen. Fritteuse. Oh, geht aber eigentlich vom Preis, ja? Stellen wir einfach mal hier. So dahin. Kaufen Sie eine Kochstation. Eine Fritteuse ist ein elektrisch betriebenes Küchengerät, das zum Frittieren von Lebensmitteln in Öl verwendet wird. Bevor Sie Ihr Essen in der Fritteuse frittieren, müssen Sie mit Sonnenblumenöl gefüllt werden. Oder füllen. Dann können Sie mit dem Frittieren beginnen, indem Sie Essen in den Frittierkorb legen. Ja, offensichtlich. Muss ich noch einschalten oder? Ja, ich muss ihn anschalten. Dann kann man es eigentlich schon mal reinkippen, ne? 0,15 Liter, hat er gesagt, ne? War das jetzt richtig? Ich bin. Ja, so hätte ich es auch gemacht, wahrscheinlich, ne? Aber. Okay. Wird schon passen. Ja, ich mache mal hier oben ganz kurz die Sachen so wie Gewürze rein, so den Überschuss davon. Das andere Chili Pfeffer packen wir mal da rein. Salz kommt dann daneben hin. Weil es natürlich ein bisschen falsch rum ist dann, ne? Klar. Mal so eine kleine Grundordnung schaffen, würde ich sagen. Ketchup, ich bin ganz ehrlich, man kann die ja natürlich auch so lagern, aber sobald die geöffnet sind, packe ich eigentlich da rein. Ich bin mir sowas von unsicher, ne? Gar kein Plan. Die sind beide noch auf Zimmertemperatur. Ich würde sagen, die können wir auch draußen stehen lassen. Hoppala. Ja. Ich weiß nicht, ob das einen Unterschied macht oder nicht. Keine Ahnung. Wird schon gut gehen. Ansonsten, wenn es halt schlecht wird, dann sehen wir es ja. Weiß ich mein. Ist ja dann nicht so fatal. So, warte mal. Die Spieße können wir schon mal da aufhängen. Die hat man ja extra gekauft. Diesen Spießhalter. Auch wenn mir die Halterung irgendwie so ein bisschen fehlt. Weil irgendwie sieht es aus wie so ein Magnet. Gefühlt. Und den hier, den packen wir einfach da hinten rein. Wobei. Ah, nee, komm. Ausnahmsweise sortieren wir den nochmal aus. Ganz viel Kindling. So. Wobei, ich glaube, Kartons sind da später doch nochmal ein bisschen besser. Weil so ist er doch schon relativ voll, muss ich zugeben. Ist natürlich optisch irgendwie besser, wenn wir es alles so einsortiert haben. Ich glaube, manche Sachen kann man echt da drin lassen. Können wir dann nochmal irgendwie spontan entscheiden dann. Ja, Kartoffeln ist zum Beispiel auch so ein Ding, weißt du? Ich setze die mal irgendwie dahin. Wird schon passen, ist eh nur ein Karton. Und den hier... Einmal mache ich jetzt noch so dahin, aber ich glaube, zukünftig lassen wir es im Karton drin. Ach, wird auch noch angeschubst, perfekt.
Hallo. Achso, er wollte nicht platzieren. Cool. So, sieht doch schon mal gut aus. Dann können wir sagen, machen wir das da schon mal rein. Auffüllen können wir ja ruhig schon mal. Wir müssen es noch nicht anmachen. Hä? Oh, interessant. Wir müssen es gleich komplett neu auffüllen. Nein, nicht... Hallo. Ich will das doch gleich anmachen hier. Entspann dich mal. ja, dann haben wir auf jeden Fall das schon mal. Ja, das ist noch relativ leer. Aber geht schon. Frage. So, das haben wir jetzt alles drin, ne? Dann würde ich sagen, bereiten wir einfach mal das ganze Zeug vor, ne? Habe ich gehört. Dann können wir schon mal die ganzen Hühnerbeine hier nehmen. Wobei, ich will mal einmal ganz kurz gucken hier, aus Interesse. Salz und Chili-Pfeffer, ne? Mehr brauchen die ja nicht. Dann können wir uns eigentlich alle hinlegen und dann einfach mal nebeneinander parallel fertig machen. Müsste ja eigentlich gut gehen. Wenn die jetzt natürlich ablaufen, dann wissen wir es wenigstens, wie schnell das geht. Ach, auf dem Tisch und Küchentisch ist schon okay. Ist nicht so schlimm, ne? So, dann brauchen wir hier Salz und Chili-Dingens. Na, so ein bisschen gleichzeitig vorbereiten und Chili-Pfeffer. Ganz entspannt. Dann können wir wieder zurücklegen, weil das sind die quasi grillfertig, weißt du? So, das reicht ja schon, wenn wir die so weit vorbereiten, dass die grillfertig sind. Fertig. So, dann natürlich noch ganz kurz hier die Ribeyes, ne? Die sind natürlich auch noch gut hier zu machen. Ist natürlich jetzt nur ein bisschen ungünstig, weil wir jetzt natürlich da so viele von haben, aber geht schon. Einfach auf den Tisch hinlegen. Wie gesagt, ist nicht so wichtig, ne? Müssen die Kunden essen, nicht wir. Geht schon. Okay, ich habe schon echt viele geholt davon. Ich hoffe, die sind so auch lang genug haltbar. Jetzt nicht, dass die jetzt gleich irgendwie schlecht werden auf dem Tisch hier. Ich weiß halt nicht, wie lange die jetzt haltbar sind, so, ne? Okay, Salz war das ja jeweils. Ich mache aber sicherheitshalber, gucken wir uns natürlich noch mal ganz kurz hier an, ne? Sicher ist sicher. Also. Ich wollte schon sagen. Dreimal Salz. Also der Tag scheint irgendwie unendlich zu sein, kann das sein? Wäre ja irgendwie ziemlich praktisch. Weil dann können wir ja eigentlich in Ruhe alles mal vorbereiten, ohne dass wir irgendwie dann Stress haben. Dann brauchen wir nur währenddessen kurz ein bisschen kochen. Das geht ja voll klar. Ja, dann packen wir die ganzen Dinger wieder zurück, weil jetzt sind die fertig. Auch wenn es eigentlich nur noch auf den Teller packen und grillen. Ist doch easy. Ja. Also wenn wir es immer so machen können, dann haben wir auf jeden Fall schon mal einen relativ entspannten Weg eigentlich. Und von der Masse, die wir hier haben, müsste es eigentlich auch locker reichen für ein, zwei Tage so, ne? Ja, mit dem Hähnchen habe ich natürlich eine ungerade Zahl geholt, was natürlich ein bisschen dumm ist, wenn ich davon zwei brauche. Aber ich dachte auch, man kriegt mehr als nur eins daraus. Ich dachte, weil das auf da eine Auslage vier waren, dass man vier davon kriegt. Weil davon haben wir auch mehrere bekommen, so gesehen, ne? Aber keine Ahnung. Ja, ansonsten, Tomaten. Da bin ich mir nicht sicher, müssen wir die halt, weil, pass auf, guck mal, hier steht halt Grillentomate und dann schneiden. Ich probiere mal beides aus. Ich schneide mal eine vorher und dann nach, und eine danach. Ob das nicht auch so rumgeht. Ne? Kann man ja mal testen. Ansonsten werden die ja Zeug brauchen. Dann können wir auf jeden Fall hier hingehen und sagen, wir machen mal ein paar Teller hier hin. So, wir können schon mal hingehen und sagen, hey, hier, weil... Achso, weil ich hier drauf war. Sorry. Zwei Petersilien können wir natürlich nehmen, ne? Und das hier drauflegen. So.
So, machen wir mich schon mal überall so zwei Petersilien drauf. Na, wie gesagt, so alles vorbereiten, was wir vorbereiten können. Ist ja eigentlich relativ entspannt. So, haben wir den ganz aufgebraucht. Easy. Tomatenscheiben müssen wir halt dann noch kochen. Aber wenn wir die halt auch vorher schnippeln können, wäre das halt sehr praktisch, weil dann hätten wir das Ganze halt relativ entspannt. Ne? Ja, ansonsten ist das ja eigentlich fertig, ne? Weil müssen wir jetzt eigentlich nur noch die Tomaten und Fleisch grillen. Draufknallen. Abgabe. Dann ist die doch eigentlich durch, ne? Passt. Das heißt, bei Hühnerbeine haben wir es auch ähnlich. Wir haben halt hier Hühnerbein hier gewürzt. Muss jetzt nur noch kurz gegrillt werden. Zweimal draufgeknallt. Tomate dasselbe auch wieder. Also halt grillen, schneiden und dann auf den Teller drauf und fertig. Auch sehr simpel eigentlich. Aber da kommt keine Petersilie zu, also das ist sogar noch einfacher eigentlich. Ja, das heißt, ich könnte auch irgendwie hingehen. Jetzt habe ich natürlich drei Teller vorbereitet. Ich weiß nicht, ob das so eine smarte Idee ist, weil die müssen auch noch Teller haben zum So-Dingsen. Kann ich die einfach mal ganz kurz... Ich gehe mal ganz kurz einmal Teller kaufen. Wenn wir noch Geld übrig... Dass wir dann noch ein bisschen genug haben. Weil nicht, wenn jetzt irgendwie alle Kunden auf einmal kommen, dann haben wir irgendwie eins zu wenig. Also wäre auch irgendwie doof, ne? Einer kostet 50. Dann machen wir trotzdem mal für 5, finde ich eigentlich einen ganz guten Wert. Das ist doch super. Oder ist der Schrank dann dadurch voll? Kann natürlich auch sein, ne? Na, ja, dann haben wir wenigstens einfach zwei Extra-Teller. Ist auch nicht so schlimm. Dann lassen wir die halt so stehen. Dann kaufen wir uns irgendwann, wenn wir uns leisten können, nochmal einen Schrank. Das ist doch erstmal easy. Finde ich jetzt nicht schlimm. So, Tomatenscheiben. Ich will jetzt mal testen, ob wir die so braten können. Das müsste eigentlich gehen. Ich meine, warum nicht? Oh, jetzt habe ich zwei. Lol. Man kann das ja so stark... Warte mal ganz kurz. Einmal nur einen Test. Oh mein Gott. Man kann die übereinander stapeln und kriegt mehrere. Cool. Das ist interessant zu wissen. Dann schnüffeln wir mal ganz kurz zwei Tomaten klein. So. Dann haben wir das schon mal fertig vorbereitet. Einfach übereinander stellen hier, wird schon passen. Und dann machen wir jetzt noch zweimal ganz kurz Hähnchen. Das heißt, da wird dann auch Tomate drauf kommen. Und Tomate. Zack. Zack. Einmal drauf. Einmal drauf. So, die setzen wir dann einfach mal noch einen tiefer. Das ist natürlich die ultimative Frage, wenn wir Sachen hier hinstellen. Bleiben die heiß oder bleiben die nicht heiß? Können wir auch direkt testen. Dass wir die quasi auch schon mal einmal vorbereitet gekocht haben. Weißt du? Ansonsten nehmen wir uns mal ganz kurz hier die Kartoffel weg, weil die können wir mal ganz kurz schon mal hier verarbeiten. So. Ist natürlich erst noch ein bisschen die Lernphase, ne? Wenn wir erstmal dann ein bisschen drin sind, das ganze Verständnis easy erstmal da ist, dann ist es natürlich auch alles deutlich schneller, gehe ich mal von aus, ne? Aber das hat ja Zeit. So, ein paar Pommes machen hier. Ich finde es cool, wenn es immer weniger einfach wird. Sieht aber schon gut aus, muss ich sagen. Einfach die Pommes da unten hin und knallen. Passt. Noch ein paar machen, weil das sind die einzigen Sachen, wo wir für die Kartoffeln gerade benötigen. Dann können wir ruhig ein paar Kartoffeln schon mal vorbereiten hier. Also ich glaube, der Tag ist übrigens tatsächlich unendlich. Also er bewegt sich nicht weiter. Es ist also sehr, sehr, sehr entgegenkommt, das Spiel. Finde ich aber auch gut. Weil diesen Stress, dass du halt durchgehend da immer Hektik machen musst, das fände ich nicht gut. Mhm. Das reicht ja schon mal ganz kurz. Mehr Pommes da reinknallen. Das Gute ist, ich habe jetzt zwar sehr viel Geld investiert, aber wir haben jetzt so viel hier Zeug gekauft, da werden wir wahrscheinlich ein paar Tage mit klarkommen, oder nicht? So, jetzt kommt natürlich die Frage der Fragen. Wie weit können wir es vorbereiten? Ich mache mal ganz kurz einen Teller. Aber wir können ja schon mal hier die Kartoffeln reinsetzen.
Hä? What the fuck? Okay. Nee, nicht ganz so. Willst du mich jetzt trollen? Muss ich fragen, was das heiß ist? Weil noch heizt er sich ja auf. Na, stark. Ich werf das gleich da rein. Na also. Ha. Ist das jetzt richtig oder nicht? Weil irgendwie passiert da jetzt nicht so viel. Achso, ich bin auch... smart. What the fuck? Ja, mein Fehler, sorry. Nein, Papier. Egal, sind noch gut. Alles noch super sauber hier. Wird eh weggebrutzelt. Passt. Ja, machen wir ganz kurz mal den Dingens hier an. Knetsch mal so ein bisschen das Zeug da drauf. So, jetzt habe ich natürlich einen von den falschen Teller weggenommen, aber ist nicht so schlimm. Hallo, flipp doch. Müssen wir die auch flippen? Ich glaube nicht. Jetzt habe ich natürlich hier mit den Dingen einmal verkackt, aber ist nicht so schlimm. Geht schon, ne? Geht schon. Das war jetzt sowieso verkackt hier, weil der gehört nämlich damit drauf. Können die auch zu heiß sein? Bestimmt, ne? Safe. Stark. Warte, lass mich erstmal ganz kurz das Gericht hier wegpacken. Geriertes Fleisch. Doch, geht aber eigentlich, ne? Ist doch super. Die waren eigentlich auch so fertig, ne? Alter Schwede. Okay, die waren ein bisschen durcheinander geworfen gerade. Egal. Hä? War nicht ein Heißsymbol? Ich bin verwirrt. Hä? Ich verstehe es nicht. Also... Egal, na, müssen die wissen. Ist nicht mein Problem. Hoppala. Aber mit den Dingen hat funktioniert mit den Tomaten. Also die Vorgrillen war easy. Das sieht so lächerlich aus, wie diese Portion Pommes, die einfach so rumsteht, ne? Ah, die war jetzt nicht ganz so optimal, aber geht schon, geht schon, geht schon. Na dann, kommen Sie rein, kommen Sie rein. Guten Tag, hallo, möchte denn Sie eine Gericht haben? Ja, gönn dir. Dann hol mal. Ich finde es ein bisschen frisch, dass die automatisch deinen Teller da irgendwie direkt wegnimmt, ne? Aber eigentlich auch ganz praktisch. Mm. Okay, Fleisch ging gut weg. Pommes jetzt einmal wegmachen da. Easy. Mm. Einfach reinhauen, Leute. So, zack, am Abkassieren. Danke. Mm. Next one, please. Vielen Dank. Ich hoffe, es hat gemundet. Wenn ich jetzt wirklich auch egal, so verpiss dich bitte. Abkassiert ist eh schon, also mach's gut. Ah, Fleisch wollen Sie haben. Okay, ist ja kein Problem. Dann gehen wir natürlich hin und nehmen den nächsten Teller. Zack. Mm. Zack. Weil Fleisch ist gleich ein bisschen aus. Zack. Mm. Ja, wir können jetzt mal ganz kurz flippen hier. Ausflippen. Easy.
So. Und zack. Oh, ist noch gar nicht fertig. Leute, ich dachte, ihr nehmt da doch noch schnell ein Gericht daraus. Oh Gott. Nicht, dass es jetzt kalt wird hier, ist ja ärgerlich. Ist so ein gutes Gericht gerade. Los, beeilt euch. Nimm Fleisch. Danke. Wichtig und richtig. Also ein Restaurant alleine zu managen, ist aber schon stressig, muss ich sagen, ne? Ich finde, noch geht's, ne? Aber wird bestimmt richtig stressig. So, gerührtes Fleisch mit einmal hier. Mm. Nice, easy. So, immer ganz kurz abwaschen hier. Läuft doch super. Aber man kann sich auf jeden Fall nicht beschweren hier. Sag mal. Bisschen unordentlich, ja? Verdammt. Wenn ihnen was runterfällt, ist ja nicht schlimm. Müssen sie es wenigstens sagen. Frechheit hier. Nice. Also die Vorbereitung ist schon echt edel hier. Dankeschön. Und jetzt hauen sie bitte ab. Okay, Pommes und Hähnchen noch einmal. Oh, diese Sounds, ne? Insane. Stark. So, schon mal ganz kurz ein bisschen Tomaten schneiden. Vielen Dank. Direkt wegputzen hier. Was weg ist, ist weg, ne? Zack. Bin sofort da. Dankeschön. Sieht doch gut aus, oder? Hat gut funktioniert bis jetzt hierhin. Alles dank der guten Vorbereitung. Der Tag ist vorbei. Ach so. Waren das schon so viele Kunden? Okay, ne? Ja, super. Schon mal ganz kurz ein paar Kleinigkeiten vorbereiten hier. Muss ja nicht viel sein. Ja, irgendwie ein bisschen komisch, dass wir es jetzt einfach anlassen müssen, so theoretisch. Naja, egal. Wird schon gut gehen. So. Ein paar Tomaten haben wir vorgeschnitten. Passt. War doch gut. Wobei, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 Gerichte. Dann waren doch schon genug Kunden hier. Krass, kommt gar nicht so vor. Na dann. Klützt. Aber ich würde sagen, wir sind natürlich ein kompletter Draufgänger. Ne? Wir gehen jetzt mal ganz kurz hier ein bisschen Black Eject spielen, habe ich gehört. Dick fett reinknüppeln. Oh, danke. So, ich hätte gerne... Ah, für 500 easy, gönn dir. Weiß ich nicht, aber das nehmen wir trotzdem. Überkauf dich, überkauf dich. Jawohl. Vielen Dank. Ja, abgeräumt, gar kein Problem. Du gewinnst. Nur wenn du gewonnen hast, immer aufhören. Nicht irgendwie wieder verschwenden. Na, das wäre Quatsch. Nice. Es ist dunkel. Ich dachte gerade, das wäre Ladebildschirm. Verfaulte Lebensmittel im Restaurant haben. Hä? Hä? Was habe ich getan? Oder sind die Kartoffeln jetzt abgelaufen, weil die auf dem Boden lagen? Müssen die doch gekühlt werden? Als ob man Kartoffeln so krass abkühlen muss. Jetzt darf doch kein Scheiß, Mann. Hä? Aber ansonsten lief doch auf jeden Fall hier schon mal ganz gut. Ja, Geld war viel ausgegeben, aber war trotzdem noch in Ordnung. Diese automatischen Einnahmen finde ich irgendwie ein bisschen weird noch, was die damit jetzt genau meinen, aber müsst ihr wissen.